Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt einen neuen Intel-Drop von Infinity Ward zu Modern Warfare 2 bekommen. Den werde ich euch gleich im Video zeigen und wir werden ihn anschließend auch nochmal analysieren. Leute, zur kurzen Information nochmal, Call of Duty Next, das große Call of Duty Event, was jetzt bevorsteht, startet am 15.09. und das ist nicht mehr lange hin. Wir haben schon Ende August, also ein bisschen weniger als 3 Wochen und dann haben wir schon den 15. 9. Dort auf diesem Call of Duty Next Event werden wir Informationen zu MW2 bekommen. Wir werden auch Gameplay von MW2 bekommen, weil auch große Content Creator dort eingeladen sein werden und wahrscheinlich Livestream werden und uns Gameplay zeigen werden und so weiter und so fort. Wir werden Informationen über Warzone 2 bekommen. Wir werden auch den Warzone 2 Reveal Trailer bekommen und wir werden auch noch Informationen zu Warzone Mobile bekommen. Darüber werde ich auch nochmal Videos machen, auch zu Call of Duty Mobile. Wird es in der Zukunft auch noch Videos geben und darauf bin ich auch sehr gespannt. Warzone 2 soll ja voraussichtlich am 16.11. rauskommen und der Release von MW2 ist am 28.10. Leute, bevor wir jetzt zum Gameplay kommen, zum neuen Intel-Drop von Infinity Ward, bei Level Up gibt es ab Montag jetzt eine neue Sorte und zwar ist das hier Kaktuseis. Schmeckt auch nach Kaktuseis. Das hier ist meiner Meinung nach einer der besten Sorten, wenn nicht sogar die beste Sorte bei Level Up. Es schmeckt extrem, extrem, extrem gut. Kommt am Montag um 18 Uhr raus, zusammen mit einer 3-4-2 Aktion. Das heißt, 3 Dosen kaufen, nur 2 bezahlen. 6 kaufen, 4 bezahlen. Mit Code MANTLAD2 könnt ihr dort einkaufen. Der Link zu Level Up ist in der Beschreibung. Falls ihr darauf Bock habt, wisst ihr Bescheid. Montag 18 Uhr. Da könnt ihr euch nochmal einen Level Up Vorrat sichern für die kommenden Wochen, weil die kommenden Wochen werden ja wirklich sehr, sehr wild in COD. Außerdem bin ich auch fast täglich live auf Twitch. Der Link ist auch ebenfalls in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere dort mal einschalten würde. Wir grinden momentan Season 5. Macht wirklich sehr viel Spaß. Kommt da gerne rein. Würde mich freuen. Ich würde sagen, wir lassen das Gameplay, was wir gestern bekommen haben, erstmal laufen. Da ist ein Entwickler, er redet ein bisschen darüber, wie die Sounds gemacht worden sind in MW2. Und am Ende sehen wir noch ein bisschen Gameplay zu MW2. Ich würde sagen, ich lasse den Clip jetzt einmal abspielen und danach werden wir ihn nochmal genauer analysieren. Viel Spaß. How we design sounds for Modern Warfare 2. I'm Stephen Miller. I'm the audio director at Infinity Ward. We start with understanding the tone of the level. We work with design and make sure that we're supporting the overall vibe. The very first thing when we're planning a big field recording trip, we spend months planning the location. We'll do scouting trips to go check out what the area sounds like. For this project, we've recorded weapons of all kinds, small arms, RPG, tank cannon fire, 3 different helicopters, weapon reloads, explosions. Game sound design is one of the most difficult things because for a film or a TV show, it's a linear media. You know exactly what's going to happen, when it's going to happen. You can mix for every moment. A game, it's all interactive. You have no idea what the player is going to do. So we have to build all kinds of systems to try and make everything work, regardless of what the player does. We learn on a lot while we're making a game. We always ask for new features, whether it's from the recording process, the creation process. We're always looking to evolve. We have a brand new occlusion engine, a brand new reverb engine. Where are the controls? We also have improved 3D directionality, which is really helpful if you're trying to, you know, hunt people by footsteps and get the surprise on them as they come around a corner. Modern Warfare 2, to put it simply, is bigger, badder, and more dynamic than it's ever been. Am Anfang redet der Infinity Ward Audio Director darüber, wie sie versuchen, mithilfe der Soundeffekte den Vibe einer Szenerie im Game zu catchen. Das heißt, sie versuchen mit dem Audio, das sie entwickeln, einfach die Bilder zu supporten quasi. Dass die Bilder einfach zum Leben erweckt werden, wenn ihr versteht, was ich meine.
Das ist deren Ziel. Natürlich ist es eigentlich auch immer das Ziel in eigentlich fast jedem Spiel. Und im Hintergrund sehen wir dann noch die Kampagnenmission Dark Water, also nichts Neues. Anschließend redet er noch darüber, wie sie einen Field Recording Ausflug planen. Dafür benötigen sie mehrere Monate, um die Location erstmal auszumachen, wo sie denn aufnehmen möchten. Dazu machen sie Scouting-Ausflüge, um zu gucken, wie sich eine bestimmte Umgebung anhört. Und dort nehmen sie alle möglichen Sounds auf, von verschiedenen Waffen über Panzerschüsse, Helikoptergeräusche bis hin zum Nachladen der Waffen. Also wirklich sehr, sehr aufwendig, wie sich das Ganze anhört. Game Sound Design ist auch eins der schwierigsten Dinge, sagt der Sound Director. Wenn man das Sound Design von einem Film betrachtet, ist es einfach linear. Das heißt, der Sound eines Films läuft immer und immer und immer wieder gleich ab. Egal, ob du es am Montag guckst, am Dienstag, am Mittwoch, es ist egal wann, der Sound ist immer gleich bei dem Film. Es ändert sich quasi nichts. Und bei einem Spiel ist es etwas anderes, denn da kann der Spieler ja selber frei wählen, was er genau macht. Also gibt es gefühlt unendlich viele Möglichkeiten, einen Sound auszulösen und das auf viele verschiedene Formen. Durch Schießen einer Waffe, durch das Werfen einer Granate, durch das Positionieren des eigenen Charakters, vielleicht links weiter, vielleicht etwas weiter rechts, dann hört man das ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wie weit wirfst du eine Granate und so weiter und so fort. Da spielen so viele Sachen mit rein, das ist unvorstellbar und deswegen ist es im Spiel viel, viel schwieriger, den Sound zu entwickeln, als in einem Film natürlich. Wirklich um einiges schwieriger. Und ein Spiel ist natürlich interaktiv, das heißt, du weißt halt nie wirklich, was der Spieler genau tun wird, um einen bestimmten Soundeffekt auszulösen. Also musste Infinity Ward alle möglichen Systeme einsetzen, damit der Sound gut wird, egal was der Spieler gerade macht. Sie haben auch gesagt, dass sie sehr viel dazulernen, während sie ein Spiel entwickeln, was Sound angeht, und fragen auch immer wieder nach neuen Features. Der Creation-Prozess entwickelt sich auch immer weiter und sie versuchen immer zuzusehen, dass sie sich selber auch weiterentwickeln. Sie haben jetzt auch eine neue Occlusion-Engine und auch eine komplett neue Reverb-Engine für den Sound. Sie haben auch die 3D-Direktionalität des Sounds verbessert. Das ist sehr, sehr wichtig, um die Footsteps zu hören, weil momentan ist es ja teilweise in Warzone so, dass du die Footsteps hörst. Manchmal hast du irgendwie das Gefühl, du weißt nicht, ob der Gegner irgendwie über dir ist oder unter dir. Aber links und rechts kann man meistens immer sehr gut voneinander unterscheiden. Aber oben und unten ist meistens sehr, sehr schwierig. Und ich denke mal, sie versuchen das mit dem neuen Soundsystem quasi in MW2 und dann später auch in Warzone 2 zu verbessern, dass man auch wirklich hören kann, von wo genau der Gegner kommt. Das heißt, die 3D-Direktionalität wurde verbessert. Du kannst dann quasi besser locaten, von wo die Footsteps kommen. Du kannst es viel, viel besser hören und dementsprechend bist du auch viel mehr im Spiel drin. Wenn du einen geilen Sound hast, kannst du dich auch viel besser in ein Spiel vertiefen und weißt auch genau, von wo die Footsteps kommen und hast da keine Probleme. Das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut, weil teilweise gibt es momentan noch ein paar Probleme in Warzone mit dem Sound. Manchmal hört man das nicht so wirklich, wo die Footsteps herkommen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass es in Warzone 2 und auch in MW2 gut gemacht wird mit dem Sound. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr krass an, was sie hier alles unternehmen, um einfach den Sound zu entwickeln. Hört sich wirklich sehr, sehr heftig an. Also es kommt immer drauf an, auf welchem Boden du auch läufst und was für Footsteps-Geräusche da kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Beton läufst, hört sich das komplett anders an, als wenn du auf Metall läufst. Das haben wir ja jetzt in Warzone beispielsweise auch schon. Es kommt auch immer drauf an, gehst du geduckt, sprintest du, führst du einen Taktik-Sprint aus oder legst du dich hin. Das sind auch nochmal vier verschiedene Positionen, in denen der Sound auch mal komplett anders ist. Es kommt immer auf die Fläche auch an, wo du drauf läufst. Es kommt immer drauf an, bist du oben, bist du unten, bist du hinter einer Wand oder nicht und so weiter und so fort. Da spielen unendlich viele Dinge mit rein, wodurch der Sound anders ist. Und ich hoffe, dass sie das wirklich hier geil gemacht haben. Vor allem in der Kampagnenmission konnte man ja auch schon ein bisschen den Sound hören und zwar von den Waffen. Der Sound der Waffen ist wirklich sehr, sehr krass in der Kampagnenmission. Ihr müsst das einmal mit Kopfhörern gehört haben, um wirklich zu verstehen, wie heftig dieser Sound ist. Also ich denke mal, es lohnt sich auch, auf jeden Fall vernünftige Kopfhörer für Modern Warfare 2 und auch für Warzone 2 zu holen, weil sie sich anscheinend extrem viel Mühe auch für den Sound geben.
was ich auch sehr, sehr gut finde. Am Ende sagt der Entwickler auch noch, um es einfach zu sagen, MW2 ist größer und besser, als es jemals war. Man sieht jetzt hier noch einmal im Bild die neue Map Museum, die wir bis jetzt ja noch nicht offiziell bestätigt zu sehen bekommen haben. Aber es ging ja Leaks rum über Museum und das Museum so aussieht wie hier auf diesem Bild. Und das ist jetzt ein offizielles Bild. Es ist wirklich jetzt offiziell bestätigt, dass Museum in MW2 drin ist. Mit den weißen Gebäuden, da ein bisschen rot noch und der Charakter. Da steht da im Schatten, man kann nicht wirklich viel erkennen. Bisschen verschwommen, aber das ist auf jeden Fall Museum. Eventuell werden wir bald auch einen neuen Teaser zum Museum bekommen, das kann gut sein. Bis jetzt haben wir ja offiziell nur zwei Maps bestätigt bekommen, und zwar einmal Marina Bay Grand Prix und Farm 18. Und wir haben jetzt hier auch Gameplay zu Farm 18 bekommen, und zwar um einfach den Sound zu illustrieren, wie der ungefähr wirken wird. Man hat nicht allzu viel davon mitbekommen. Ich denke mal, wir werden das erst in der Beta sehen, wie der Sound wirklich sein wird. Aber das ist jetzt nochmal neues Gameplay und wir sehen jetzt hier auch die M4 und wir sehen auch, dass das vordere Fadenkreuz quasi nur mit dem Kreis sich komplett anders bewegt als das richtige Fadenkreuz weiter vorne, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die bewegen sich unabhängig voneinander und es sieht wirklich sehr nice aus. Ich bin echt gespannt, wie da der Rückstoß auch sein wird. Ich denke mal, die haben da wirklich sehr, sehr viel Auge aufs Detail gelegt, so wie das aussieht, was mich auf jeden Fall sehr, sehr freut. Und ich denke mal, wir werden in der Zukunft bis zum Call of Duty Next Event, was am 15.09. stattfinden wird, weitere solcher Intel Drops bekommen, wo ein Entwickler sagt, erklärt, wo wir im Hintergrund Gameplay zu sehen bekommen und so weiter und so fort, um auch einfach hinter die Kulissen zu blicken, wie die Entwickler MW2 entwickeln und wie schwierig das Ganze ist und was alles dahinter steckt, weil das meiste wissen die Spieler einfach nicht, wie viel Arbeit auch hinter so einem Spiel steht. Deswegen ist es ganz cool, so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Das war es jetzt hier mit dem Video. Leute, lasst doch gerne ein Like auf dem Video da, falls euch das Video gefallen hat, würde mich sehr freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty News und Update-Videos auch in der Zukunft, damit ihr nichts mehr rund um MW2 und um Warzone 2 verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen und nicht vergessen, Level Up am Montag 18 Uhr Kaktuseis, wirklich sehr, sehr geil. Leute, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder im Livestream. Haut rein und ciao.